Also schönen guten Tag, alle Grüße, alle Chemnitzer Fans zu unserer ersten Veranstaltung im Herbst und nach der Sommerpause. Für die, die vielleicht neu sind, wir machen das schon seit 8 Jahren circa. Und wie gesagt, Mai, Juni, August, das ist Sommerpause, da sind wir alle ein bisschen anders. Jetzt rücken wir langsam wieder in geschlossene Räume ein. Und ja, der Urgedanke ist der, dass das, was wir hier bringen, nicht unbedingt auf die Demo gehört. Das ist nun mal so. Und das auch schon alleine visuell ein bisschen uns bemühen, dort bestimmte Gedanken zu bringen zu unterschiedlichen Themen, aber im Prinzip im Kernthemen natürlich, die uns alle bewegt. Und ja, der Bernd, seit schon einem Jahr sind wir mit ihm dann auch bei YouTube mit all den Schwarzen, die damit verbunden sind. Du hast das selber durch. Wollen wir noch ein bisschen breiter in der Öffentlichkeit gehen wollen mit Sperrungen und dann, du kennst die ganzen Geschichten. Richtig. Deshalb, wie gesagt, müssen wir da ein bisschen noch, die Zeiten sind dann noch schärfer geworden, wo überall gewählt wird und irgendwas rauszufinden oder unliebsame Öffentlichkeit zu beseitigen. Ihr wisst alle, wie das heutzutage leider läuft. So, ich werde mal kurz die, also wie gesagt, kennen zur Fäden. Und das ist auch so ein Standard, Eingangsfolie, nämlich Überblick statt Tunnelblick. Das ist auch, was wir hier uns bemühen, ein bisschen die Blicke zu weiten. Das ist erstmal schwierig, weil ihr wisst auch alle, die Themen, die greifen immer mehr ineinander, aber wollen dann doch versuchen, auch ein bisschen Überblick und dann aber nicht ganz grenzenlos zu sein. Und da lohnt es sich immer wieder, den Blick auf den Atlas zu werfen, nämlich ganz einfach, ich sehe nur, wenn es hier mal kracht und knallt, wer hat null Risiko und wer hat volles Risiko. Ganz einfach. Das erlebt man natürlich bei unseren, trotz der Gebühren, die wir bezahlen, werden wir dort nicht erleben. Aber so kann man ganz einfach sehen, was passiert bei wem, wenn was hier passiert. Das ist alles selber, was ist da unserer Öffentlichkeit sogenannten Veröffentlichung. Das nennt man dann Partnerschaft, das was jetzt hier verkauft hat. Ja, also das ist schon mehr als merkwürdig, so was da, was heute hier den Leuten in erschreckender Weise einer breiten Öffentlichkeit, die das auch schluckt. Ja. Also findet den Fehler, ja, der Fehler liegt, dass es leider in der Öffentlichkeit funktioniert. So, auch im Polittheater hat sich ja auch einiges ereignet. Und das kennt ihr hier alle. Das war mein erster Gedanke. Das hat wahrscheinlich dann gerade bei tiefer Nacht auf Wut auf den westsächsischen Wähler, hat sie dann in der Dunkelheit des Nachts die Brücke betreten oder hat sich wahrscheinlich hier. Und dann passierte das, was eben passiert ist. Ich werde zum Schluss noch mal im letzten Teil noch mal ein bisschen was dazu sagen. Aber lass uns erstmal aufgefallen und eingefädelt. So, auch das kommt immer wieder. Wir können nämlich vergleichen. Weil das sind so einfache Dinge. Was uns jetzt alles, das wird ein Thema mal noch im Herbst sein wahrscheinlich, was uns alles hier verkauft wird, wie schlimm wir alle sind, nie was. Aber der Gedanke, dass, und jetzt sind wir schon immer zwei Diktaturen, da gibt es auch einige, die sich hier für diese Halbintellektuellen und mit ihrem Halbwissen uns auch hier für unsere Fernsehgebühren dort der großen Masse glaubhaft machen. Nur wir können eben vergleichen. Das können die anderen nicht. Die kennen nur das eine. Da wissen wir auch alles, dass vieles verantwortungsbedürftig war, aber es war eben auch nicht alles. So, ne? Eins gab es Demos für den Frieden. Jetzt fast nur noch gegen rechts. Mehr fällt dir gar nicht mehr ein. Das ist, ne, das sind auch selbst die alte Bundesrepublik, wie die vom guten Teilen abgefallen ist. Ja, wir kennen nämlich zwei Systeme, die anderen kennen nicht. Ja. Dass auch diese Gedanken ist gut, wenn man immer wieder mal daran erinnert wird, weil sich das auch mal so im Unterbewusstsein so einpflanzt,
wir können vergleichen, die anderen können es nicht. Das sind so die einfachen Sachen, die hin und wieder mal hilfreich werden. Und ja, so, dann kommt hier das Sandro, will ich mal überleiten, das verlogene Jammern der Landräte. Das habe ich mir. Es geht rapide abwärts in Deutschland, mit Deutschland, in der Berliner Blase von üppig mit Diäten und Privilegien versorgten Bundespolitikern mag es für eine Weile schön geredet oder ignoriert werden können. Doch wo die Politiker viel näher an den realen Problemen sind, herrscht, was herrscht, das wird unser Antwort zu diesem Thema, nämlich. Ja, das ist schon mal zurück. So, jetzt müssen wir mal kurz einen technischen Wechsel machen, dass du. Bitte? Gut, da hilft der Changi nicht. Das Thema habe ich unter den Titel Wussten Sie schon bestellt. Und der Haupt, das wird der Rechtsvortrag. Im Rahmen der Chemnitzer Frieden, ich denke mal, da wird es noch Nachfolgevorträge geben. Und im selben Titel Wussten Sie schon. Und heute geht es mal ganz explizit um die Landratsamtlüge. Und da meine ich ganz explizit damit, was die Leute davon halten. Deswegen habe ich vorhin reingeschaltet eine kleine Diskussion. Da wollen wir zusammenfassen, was die Leute denken, was das Landratsamt und der Landrat alles zu dürfen, was sie nicht dürfen. Was es mit der kommunalen Selbstverwaltung auf sich hat. Wie die rechtlichen Grundlagen aussehen. Und was alles unter dem Titel Annahme vom Recht läuft. So, ich hätte mal gerne eine Runde gefragt zur Allgemeinen, was darf denn das Landratsamt alles? Was die kommunale Selbstverwaltung angeht. Jemand eine Idee, Vorschläge? Nicht viel. Na, was darf sie denn? Verwaltung, eigentlich nur Strukturen in der Verwaltung. Noch jemand was? Na, ihr wisst ja schon, wir haben lange darüber diskutiert. Okay. Noch jemand eine Idee? Vieles ist Glauben zu wissen. Und das geht sogar für Landratsamt-Mitarbeiter so. Wir haben schon welche kennengelernt, die haben dann uns erzählt, das haben wir so gelernt in der Ausbildung. Muss ich sagen, falsch gelernt. Es sind Behörden, das wissen wir alle, Ämter gibt es ja nicht mehr. Wer ist weisungsberechtigt? Wem und wozu? Der Landrat, Bürgermeister, ist der Bürgermeister. Welche Funktion hat das Landratsamt eigentlich? Welche Funktion hat der Stadt- und der Gemeinderat? Und wer ist zuständig für die Haftung? Und da wird es nämlich richtig interessant. Das Landratsamt ist die zweite Ebene der Kommunalverwaltung und damit ist es nicht Selbstverwaltung. Praktisches Bindeglied zwischen Gemeinden und Staat. Und dafür ist die Grundlage die sächsische Gemeindeordnung, die ist eingebunden in die sächsische Verfassung. So stellt sich das Landratsamt selber dar. Ich habe geguckt, da steht auf mehreren Landratsämtern, die stellen sich so dar. Effizient arbeitende, leistungsstarke, produktive, fachlich kompetente und moderne öffentliche Verwaltung. Ich sehe, es erzeugt bei einem Schmunzeln und das nicht ohne Grund. Das Wichtigste, was uns interessiert, ich habe vieles rausgenommen, weil es wirklich irrelevant ist in dem Thema, ist die Kommunalaufsicht. Das ist das, wo meistens dann die Bürgermeister sagen, ja, wir müssen ja, sonst kommt die Kommunalaufsicht. Und die müssen, weil die Kommunalaufsicht sonst was sagt und der darf das wegen der Kommunalaufsicht, gucken wir uns die mal an. Das gesamte Handeln einer Kommune steht nicht nur in Deutschland unter Staatsaufsicht des jeweiligen Landes. Das Bundesverfassungsgericht bezeichnet die Kommunalaufsicht als Korrelat, als Ergänzung, als Hinzufügung, als überwachendes Organ des Instituts kommunale Selbstverwaltung. Sie sind bloß die Überwachung, sie sind nicht Teil. Zu unterscheiden ist hierbei im Wesentlichen die Rechtsaufsicht von der Fachaufsicht. Kommunalaufsicht selbst ist immer eine besondere Form der Rechtsaufsicht. Das heißt, sie haben nur Aufsichtstätigkeiten und das Ganze läuft nach dem Opportunitätsprinzip. Kann sich jemand genau durchlesen? Ich erkläre es kurz, weil ich das lese ich nie vor. Es ist immer eine Ermessungsfrage, es ist wie bei Bußgeldern.
bei Bußgeldverfahren und Bußgelder werden auch nach Opportunitätsprinzip erhoben. Das heißt, es ist eine Ermessensfrage des Ausstellenden. Erhebe ich das Bußgeld oder erhebe ich es nicht? Und so läuft es auch in der Rechtsaufsicht, in der Fachaufsicht, bei Landratsämtern. Das Einzige, was für die bindend ist, bei der Rechtsaufsicht wird lediglich überprüft, ob die Kommune im Rahmen ihrer gesamten Verwaltungstätigkeit Recht und Gesetz einhält, mehr nicht. Und das ist wichtig. Hiervon ist die Fachaufsicht bzw. zu unterscheiden, die es der staatlichen Ebene im übertragenen Wirkungskreis ermöglicht, neben der Rechtskontrolle auch inhaltlich ein bestimmtes kommunales Verwaltungshandeln auch im Wege der Einzelweisung vorzuschreiben. Einzelweisung, da haben das Wort Weisung drin, aber nur nach Recht und Gesetz. Gibt es kein Gesetz dazu? Oder gibt es noch kein Gesetz dazu, zu dem Fall, der bearbeitet wurde, ist auch das Landratsamt nicht weisungsberechtigt. Und das heißt im Umkehrschluss, wir haben viele Fälle in Deutschland, die uns das garantieren dadurch, und das steht im Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz, da steht nämlich drin, den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln, in eigener Verantwortung, nicht durch Weisung des Landratsamtes. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Und was ja auffällig, was für viele auffällig sein müsste, die sich mit Recht und Gesetz auskommen, hier fehlt ein Zusatz. Hier steht nichts von einer Verweisbarkeit. Hier steht nirgendwo Näheres regelt in Bundesgesetz, Landesgesetz oder Kommunalgesetz, sondern es ist ein Recht, verfassungsmäßig verbrieft oder gibt es nichts dran zu wackeln. Es gibt keine Verweisbarkeit auf weitere Rechte. Und dasselbe haben sie dann noch in eine sächsische Verfassung gepackt. Da haben sie nämlich reingestellt, die Rechtsstellung des Gemeinderats. Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Nicht das Landratsamt, nicht der Landrat, auch nicht der Bürgermeister. In Städten führt der Gemeinderat, die Bezeichnung Stadtrat, das ist klar, und § 28 sagt, Aufgaben des Gemeinderats. Der Gemeinderat legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Bürgermeister Kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt. Der Bürgermeister, nicht der Landrat. So, und jetzt kommen wir zu unserem ganz großen Problem in diesem Land. Das ist Annahme von Recht. Das Landratsamt ist der Gemeinde weisungsbefugt. Als der es im Rangnall frage, ist eindeutig falsch. Der Landrat ist dem Bürgermeister weisungsbefugt. Auch falsch. Das Landratsamt, der Landrat, schreibt der Stadt und Gemeinderäten Abstimmungsergebnisse vor. Auch falsch. Und wir erleben es tagtäglich. Kommen wir mal zu den Aufgaben des Landratsamtes. Ich weiß, das machen wir jetzt ganz kurz, weil das wirklich nicht viel ist. Ich habe es runtergebrochen. Ich denke mal, die Diskussion am Ende, die dann thematisch aufkommt, wird interessanter. Die Aufgaben sind vor allen Dingen die Kreisverwaltung und der Kreistag. Ist eine staatliche Organisation und nicht zu verwechseln mit den Gemeindeverbänden. Die Gemeindeverbände stehen zwar im Grundgesetz drin, stehen auch in der sächsischen Verfassung drin, es gibt keine Gemeindeverbände. Die Gemeindeverbände sind von früher noch übrig geblieben. Die Gemeindeverbände sind aus dem alten Recht noch übrig geblieben. Die erste Ebene waren die Gemeinden und Städte und die zweite Ebene waren Gemeinden und Stadtverbände oder Kreisverbände. Die gibt es nicht mehr, die haben einfach ausgeschalten, weil in beiden Besatzungsrechten, im russischen wie im amerikanischen, stand drin, dass die ersten zwei kommunalen Verwaltungsebenen von der Besatzungsrecht
freigestellt sind, in Ruhe gelassen werden. Die durften einfach so weitermachen wie vorher. Also Kreisverwaltung, Kreistag, bestimmt Sachen des Kreises, ist eigentlich zwecklos, weil was hat der Kreistag mit Kreisverwaltung zu bestimmen? Eigentlich nur über Fördermittel, die dem Kreis zugesprochen wurden. Und über Kreiseigentum, sprich Landratsamt, Schulen, die kreiseigen sind. Alles andere geht hier normalerweise nichts an. Und die zweite Hauptaufgabe, deswegen die wichtigste Aufgabe, ist Leitung der kommunalen Zentralbehörden. Jugendamt, Gesundheitsamt, Sozialamt und so weiter. Warum ist das so? Weil diese Ämter und Behörden zusammengelegt werden. Jedes kleine Dorf braucht nicht ein Sozialamt, ein Jugendamt, ein Gesundheitsamt und, und. Das müsste sonst jeder für sich haben. Nein, man hat das zentral im Landratsamt als zentrale kommunale Verwaltungsbehörde zusammengelegt. Und davon ist der Landrat der Geschäftsführer und mehr nicht. Zur Veranschauung. Beispiel: ein Bauunternehmen beschäftigt ein Lohnsteuerbüro als externe Firma. Das Lohnsteuerbüro übernimmt die Lohnbuchhaltung als damit ausgelagerten Teil der Verwaltung des Bauunternehmens. Nur ein Beispiel. Das Bauunternehmen steht für die Gemeinde, das Lohnsteuerbüro steht für die kommunale Zentralverwaltung. Nein, weder der Geschäftsführer noch die Büroleitung des Lohnsteuerbüros würde sich anmaßen, den Bauunternehmen in die Firmenpolitik reinzureden. Und so ist es auch. Leider sieht es in Deutschland ganz anders aus und die Gründe werden wir nachher besprechen. Das ist die falsche Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten der Bürger, der Räte sowie der Mandatsträger. Und Mandatsträger sind nicht unbedingt Landrat und Bürgermeister. Da sind auch eingefasst Schuldirektoren, Krankenhauschefs in kommunalen Krankenhäusern oder auch die Vorsitzenden von großen Verbänden, sei es DRK Kreisverband oder Diakonie, wie es alle heißen. Die kommen da alle mit reinpacken. Und dann kommen wir zur Diskussion, kann man sagen. Was ich jetzt hatte, ist ganz kurz genannt, das ist das Einfachste vom Einfachen. Wenn man das so sieht, Corona-Maßnahmen als gutes Beispiel, kam ja alles meistens vom Landratsamt oder vom Land. Wer ist verantwortlich dafür? Wer trägt die Verantwortung, wenn das jetzt rechtliche Konsequenzen hat? Und warum? Weil er derjenige ist, der es umsetzt. Weder die Landesregierung darf in die kommunale Selbstverwaltung reinreden, die schreiben eine Verordnung. Die Verordnung gibt das Landratsamt weiter. Die dürfen aber auch nicht, die sind auch nicht weisungsberechtigt. Umsetzen und durchsetzen, das machen die Bürgermeister. Und was haben die Bürgermeister vorneweg gemacht? Haben die alle vorneweg im Gemeinderat darüber abstimmen lassen? Machen wir das oder machen wir das nicht? Die haben das in Eigenverantwortung, ohne Rücksprache, den Gemeinderat umgesetzt. Also tragen sie auch zu 100% die Verantwortung. Und das müssen die Leute erstmal begreifen. Die Leute stehen auf der Straße, haben gegen Corona das demonstriert und waren der Meinung, ja, und die Bösen in der Regierung und die Bösen im Landratsamt und die Bösen in der Landesregierung. Verantwortlich umgesetzt hat es der Bürgermeister. Und wenn es man darauf auf eine Aufarbeitung hinarbeitet, und der Richter irgendwann sagt, mit der Hauptverantwortlichen werden verurteilt. Als Hauptverantwortliche bleiben die Bürgermeister übrig. Und dieser Tatsache sind sich die wenigsten Bürgermeister überhaupt bewusst. Fördermittel. Genau das Gleiche. Das Landratsamt verteilt an die Gemeinden Fördermittel. Und bestimmt aber schon aufgrund, wo sie kommt, wo die Fördermittel hinzugehen haben. Geht die gar nichts an. Das ist bestimmt der Gemeinderat. Wenn eine Gemeinde Fördermittel zugeteilt kriegt, bestimmen die darüber, wer bauen darf. Es gibt zum Beispiel schöne Beispiele, Baufördermittel, Denkmalschutz. Der eine kriegt es, der andere nicht. Weil das Landratsamt das sagen wurde, der ist nicht so ganz systemkonform, da kriegt ein bisschen weniger und dies und das. Solche Spielereien finden normalerweise nicht statt. Windparks, schönes Beispiel. Wenn der Gemeinderat zu einem Windpark Nein sagt, ist Nein. Es ist niemand weisungsberechtigt von außen. Ja, die Landesregierung kann da was unterschrieben haben, wo drin steht, dass sie so und so viele Windkraftanlagen bauen müssen oder wollen und tun und lassen. Aber ob das in deiner Gemeinde oder deiner Stadt stattfindet, das bestimmt immer noch der Stadt- und Gemeinderat und niemand anders.
an das Beispiel jetzt aus einem anderen Ort, wo dann schon den Gemeinderat angetragen wurde, so und so abzustimmen. Und dann kommt die schöne Begründung dazu, wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, wenn ihr nicht so abstimmt, dann entscheiden wir das als Landratsamt über euren Kopf hinweg. Der Schwachsinn ist schon mal alleine, wenn das Landratsamt das über den Kopf hinweg entscheiden könnte, bräuchten sie doch im Gemeinderat gar nicht abstimmen lassen. Auch so weit denken die Leute nicht. Überlegen Sie nicht, wer steht wo in der Verantwortung. Asylbewerberheim. Durchfeld hat es geklappt. Zöblitz hat es geklappt. Haben die Bürger genug Unmut geäußert und haben sich an die richtigen Verantwortlichen gewendet. An die Gemeinderäte, an die Bürgermeister. Gut, das ist nicht zur Gemeindeversammlung gekommen, aber es ist mir egal. Und ruckzuck war das Thema vom Tisch. Nein, das Landratsamt kann das nicht bestimmen. Die können sich zwar hinsetzen in großen öffentlichen Veranstaltungen und so tun als ob, aber bestimmen dürfen die gar nichts. Und ich habe heute einen halben Tag damit verbracht, um mich rechtssicher, relativ rechtssicher zu belesen. In der Sächsischen steht es nicht mehr, das wusste ich schon. In keiner Landesverfassung in Deutschland steht irgendwo ein Passus, dass der Landrat der Gemeinde oder der Stadt gegen überweisungsberechtigt ist. Nicht in einer einzigen Landesverfassung steht das drin. Schulen, Kita-Schließung. Ja, das Landratsamt hat uns die Schule zugemacht. Es ist eine örtliche Schule, die der Gemeinde gehört. Es ist der Bürgermeister verantwortlich und die Gemeinderäte. Nicht das Landratsamt. Bauaufträge hatten wir ja schon als Beispiel. Genauso die Auftragsvergabe in der Kommune. Wenn das ein kommunaler Bau ist, bestimmt das der Gemeinderat und nicht das Landratsamt. Und hier sind wir an dem Riesenproblem in Deutschland, Annahme von Recht. Das war immer so, das haben wir immer so gemacht. Ja, da muss ich sagen, da haben wir es immer falsch gemacht und es war immer falsch. Unterm Strich stehen die Gemeinderäte und der Bürgermeister in der Pflicht. Und der Bürgermeister ohne Gemeinderat entscheidet, steht er alleine in der Pflicht und auch in der Haftung. Und dann erkennen viele Leute jetzt an der Stelle, wenn ich in diesem Land was ändern will, wo wende ich mich dann hin? Wenn ich dann nach Dresden, nach Berlin oder aufs Rathaus? Wo kann ich am ehesten was ändern? Das kann sich jeder selber durchlesen. Das ist souveränes Handeln. Und jetzt kommen wir zu dem Riesenproblem, wie setzen wir es um? Die meisten Leute haben Angst davor, das umzusetzen. Ich habe es schon ein paar Mal erklärt, es ist das Einfachste wirklich, die Leute darauf hinweisen, auf ihre Verantwortlichkeit, und dann wird man viel hören, das war schon immer so, das kann nicht sein. Wer von denen hat sich belesen? Die wenigsten. Wir haben Gemeinderäte, wir haben Stadträte, die werden beeinflusst, von wem? Von wem erhalten die ihre Weisung? Von ihrer Parteiführung. In Form des Landrates, zum Beispiel wenn sie CDU sind. Bei uns im Erzgebirgskreis, der Landrat ist auch CDU, da stellt das dann durch. Aber eine rechtliche Handhabe haben die alle zusammen null und nichtig. Und da geht der Spaß los. Und wenn das die Leute in Massen begreifen, dann sind wir auf einem guten Weg, dieses Land dorthin zu bringen, wo wir es hin haben möchten. Aber dann gehört auch dazu, Farbe bekennen, Gesicht zeigen. Die meisten rennen auf Demo und sagen, nur zeigen Gesicht. Ja, da ist Gesicht zeigen gefragt. Genau an der Stelle, und auf dem Landratsamt, Gemeinderat, man kennt die Leute. Die kennen einen, man kennt sie. Riskiert man nicht, wenn man was ändern will, muss man es riskieren. Und so geht es mit jeder Behörde weiter. Da haben wir ein schönes Beispiel. Wir haben eine Zurückweisung gemacht für einen Bescheid. Und kriegen als Antwort einen Gesetzestext geschickt. Erstmal haben sie aus einer Zurückweisung einen Einspruch gemacht, von sich aus. Und schicken dann als Begründung einen Gesetzestext zurück, wo wir Zurückweisung null und nichts zu tun haben. Die führen bloß einen Paragrafen an und danach ist das Recht und Gesetz und hat überhaupt nichts mit dem, was die Zurückweisung angeht, zu tun. Null und nichtig. Ich habe es selber schon erlebt. Man hat mich mit einem Paragrafen bedroht von Amts wegen. Da hat er mit dem Sachverhalt null und nichts zu tun. Hätte ich da nicht reingeguckt, hätte ich die Fristen erfüllt, hätte das gemacht, was sie wollen, hätte der Bus mal kurz zurückgelesen und hat er damit gar nichts zu tun. Schönen Brief zurückgeschrieben, ich sage, sollen Sie mal überlegen, was Sie machen.
Der Paragraph, den sie mir geschrieben haben, hat damit nichts zu tun, aber auch gar nichts. Und auf einmal wurde das Verfahren eingestellt. Ganz kurz und knapp. Waren sie mit ihren Dateien am Ende. Jetzt sind dann die Leute auf die anderen Behörden schuld? Nein, sind sie nicht. Teils, sagen wir so rum. Die haben ihre vorgefertigten Formulare, die haben ihre Mustertexte. Wenn das und das kommt, schicken die das und das raus. Die haben verlernt, selber zu lesen und nachzudenken. Zwingt sie dazu. Zwingt sie dazu, ordentlich Auskunft zu geben. Wenn sie sich selber in ihrem eigenen Mist belesen müssen, um eine ordentliche Auskunft zu geben, dann werden die auch öfters merken, wie falsch sie liegen. Wir haben es jetzt schon öfters gesehen, ich habe es schon in mehreren Fällen gesehen. Da liegt der Hase im Pfeffer. Und dann knicken die auch ein. Da wird das Verfahren eingestellt oder verlagert. Oder man gibt sich Mühe, das wieder hinzubiegen. Manchmal sind sie auch im Recht, haben sie einen falschen Paragraph angegeben. Das kommt auch vor. Kann jedem mal passieren. Aber sie müssen gezwungen werden, ihren eigenen Brei selber zu essen. Und dann werden sie merken, was geht, was nicht geht. Und wenn wir alle hier sitzen und hier sind, um uns bilden zu wollen, wie wir uns wehren können, wie wir es verändern können, das ist ein Anfang, den jeder machen kann. Wo jeder ran kann, man muss bloß ein bisschen sich zusammennehmen und keine Angst haben vor Texten, vor Gesetzen. Das ist alles eindeutig, was da passiert. Es ist wirklich alles eindeutig. Und wenn man dann der Meinung ist, man ist sich nicht sicher, man schreibt mal hin, im Gesetz steht das und das, das verstehe ich, sehe und so, bitte erklären Sie mir das. Und die sind verpflichtet, einem das zu erklären und auch zu begründen. Dann müssen die das aber auch erstmal lesen. Aber der Haftung steht wirklich fast bei allen unterm Strich der Bürgermeister und die Gemeinderäte. Und wenn die Gemeinderäte, das ist immer so schön versprochen, wir können ja nichts machen, wir müssen ja das und das so beschließen. Im Grundgesetz steht auch ohne Verweisbarkeit eindeutig drin, die Entscheidungen der Parlamentarier sind frei. Das heißt, Gemeinderäte wie auch der Bürgermeister dürfen von außen keine Weisung erhalten, wie sie in irgendwelchen Abstimmungen abzustimmen haben. Alles andere ist verfassungswidrig. Und wenn die Leute damit kommen, weist sie darauf hin. Oder lasst euch das schriftlich geben, was euch gesagt haben. Dann ist es die Rechtsgrundlage. Dann kann man nämlich sagen, ja, ihr habt was entschieden und habt dabei die Verfassung gebrochen. Damit ist die Entscheidung auch wieder hinfällig. Es ist Ihr Spielfeld. Es sind Ihre Spielregeln. Wenn man ja anfangen, Punkte machen will, Punkte zu machen, dann muss man sich die Lücken suchen und muss ihren eigenen Ball so zurückspielen, dass sie nicht mehr annehmen können. Und so sieht es aus. Und das sind kleine Wege. Wir werden das nächste Mal denken, wollen wir nochmal machen, dann wollen wir was anderes auswerfen, dann wollen wir Behörden nochmal unter der Lupe nennen, unter den Behörden. Was Zurückweisung ist, was Einspruch ist, was Widerspruch ist und. Wird auch nochmal interessant, aber da kommen wir im Prinzip wieder aufs Gleiche raus. Lesen, belesen, recherchieren, wenn man was von denen will und spielt denen diesen Ball zurück. Und die sind nicht drauf trainiert und haben es nie gelernt, diesen Ball wieder anzunehmen. Die kommen richtig in Schwulitäten. Und dann merken die auch, was die ihnen und was sie euch von der Scheiße geschickt oder zugemutet haben. Und zum Thema Verantwortung, Haftung übernehmen, ich hatte Corona-Maßnahmen, ich habe schon ein paar Mal erzählt, meine Tochter 6 Stunden Maske brauchen, habe ich gesagt, spielt sie nichts mehr ab. Laut UVV ist allgemeine Unfallverhütungsvorschrift, es ist Tragen einer Maske bei leichten 90 Minuten. Und danach müssen 30 Minuten maskenfreie Zeit sein. So ist es festgelegt. Wir haben 6 Stunden lang die Maske durchgenommen, meine Tochter war mehrfach krank. Habe ich dem Lehrer angeschrieben, wer das zu verantworten hat in der Schule. Ich habe damit gerechnet, dass er mir irgendwann mal erzählt, dass er so Dreck beantwortet hat oder irgendwas. Hat mal auf den ersten Brief hat er mir geantwortet mit irgendeinem schwindlichen Link vom Landratsamt. Auf den zweiten Brief hat er mir irgendeinen schwindlichen Link vom Bildungsministerium geschickt und auf den dritten Brief dasselbe nochmal. Da habe ich Anzeige erstattet bei der Polizei wegen Körperverletzung eines Schutzbefohlenen. Was denkt ihr, wenn er rausgekommen ist? Jemand einen Tipp, der es nicht weiß. Eingestellt. Der Lehrer war 3 Jahre im Amt. Ja. Er darf nicht verbeamtet werden und wurde strafversetzt.
nach 3 Jahren im Lehramt Karriere beendet. Keine Aufstiegschance mehr. Nur darauf, weil er die Verantwortung trägt dafür. Fehlverhalten. Und dann haben die Lehrer bei meiner Tochter in der Schule gemerkt, ja, wer trägt denn die Verantwortung? Scheiße, das sind wir ja selber. Was machen wir denn? Hat bei denen Aufweckprozess ausgelöst. Erst klein, erst haben sie meine Tochter nur in Ruhe gelassen. Das lassen sie in der Beziehung und da haben sie nach mehreren Monaten die ganzen Schüler in Ruhe gelassen. Haben es komplett sein gelassen. Haben sich selber dann sogar rausgenommen. So weit waren sie dann auch schon. Aber sie müssen wirklich erst lernen durch Schmerz. Macht euch das als Mittel, ich weiß, ich sehe das in den Gesichtern, wie soll man das im Privat umsetzen? Ja, probiert's. Wenn die euch Bescheid schicken, es stehen die Gesetze und lest das einfach mal vor. Und es ist auch niemand drin gestorben, wenn er das falsch versteht, indem das zurückschreibt. Er möchte das nochmal erklärt haben und erklären, dass ich das sinnvoll. Und die haben doch recht, das dann zuzugeben. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Fälle erlebt und sogar in den meisten Fällen, dass die meistens falsch liegen in ihrer Auslegung der Gesetze. Und darauf hoffen, dass nichts passiert. Ich habe den Fall auf dem Sozialgericht gehabt, ich habe gegen das Landratsamt geklagt. Da hat man noch unter der Hand vom Gerichtsschreiber gehört, ja, von 10 Fällen klagen 8, klagen 2. 8, wir lassen es über sich ergehen. Und die anderen 8 bringen genug zusätzliches Geld ein, dass sie davon Anwalt und die Prozesse zahlen können, das immer noch gut gemacht haben. So läuft das. Weil auch ein Landratsamt ist in diesem Staat ein wirtschaftliches Unternehmen und muss schwarze Zahlen erwirtschaften, soweit es geht. Und die Suppe muss man richtig schön versalzen. Und ich denke mal, setzen lassen, drüber nachdenken, wenn was ist. Die meisten wissen, wo sie mich erreichen können. Oder kennen jemanden, der mich erreichen kann. Ich helfe auch gerne weiter. Aber nehmt euch das zu Herzen. Es geht. Und es ist ganz einfach. Man muss nicht nach Dresden oder Berlin oder sonst wohin. Es geht schon vor der Haustür. Ich habe damals den Bauern-Demos gesagt, brauchen wir einen Traktor nicht Berlin, die Bauern bloß fürs Gemeindeamt, das reicht. Und wenn von so einem kleinen Dorf alle Bauern vom Gemeindeamt stehen und Rabatz machen, da geht aber der Bürgermeister da auch auf Grundeis. Da läuft auch was, da geht was vorwärts. Aber in Berlin, die haben in ihren Büros gesessen, haben sich kaputt gelacht. Weil völlig falsche Stelle, nicht verantwortlich, nicht zuständig. Es ging denen glatt am Arsch vorbei. So, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Nochmal zurück, so, wir konnten uns nochmal kurz zurückschalten. Ich denke, das war nochmal. Warte mal, jetzt haben wir das Testbild. Steck auch schon mal an und dann machen wir weiter. Ja. Stopp. So, ja, machen wir es mit dem alten Format, das geht ja auch. So, das hatte ich, das Prinzip, was der Sandro auch getan hat. Wir können vergleichen meine Erfahrungen. Also wer irgendwie, es gibt fast kein Thema mehr, was nicht irgendwie gebracht werden kann. Oder wer einen kennt, der einen kennt, was hier reinpasst, ist das auch sehr willkommen. Also das, wenn das ein bisschen weitergeht, als dass wir zwei hier die Unterhalter sind, wäre das schon mal wünschenswert. Also, wir können vergleichen, um es noch einmal, die anderen kennen es nämlich nicht. Aber alleine diese einfachen Gedankengänge sind dadurch bei unserem staatlichen Fernsehen und wieder bei einer freien Presse nicht zu erwarten. Im Gegenteil, zurzeit läuft eher die Nummer, dass wir alle rechts sind. Das war sich das. Ja. So, das hat ja eigentlich jetzt passiert in der Sommerpause. Die Farbe im Land hat sich erheblich verändert und ja, das andere Teil, dunkel, ist ein bisschen dunkler, wir sind ein bisschen heller geworden, entgegen allem. So, ich will nochmal darauf auch nochmal einen Gedanke, den wir sehr häufig haben, aber springt es immer wieder. Die CDU, AfD, das war 2019, die sogenannte Zweitstimme, das ist am Ende nicht die Sitzverteilung, die ist ein bisschen anders, hatten wir auch schon ein paar Mal hier, dass das dann verschiedene Modalitäten gibt, dass das rum und um gerecht wird, aber das ändert an der Sache nicht so sehr viel. Und alleine die beiden sind mehr als 50%. Wie weit die dann zusammen sind, ist eine andere Frage. Aber
Wir wissen alle, das sind nämlich 59%. Und tatsächlich aber war es, also war es ja bis kürzlich, dass die alle ja sich zusammengetan haben und letztlich nur 48,4% sind. Wie gesagt, es ist mit dem Zeichen, das war ein bisschen anders mit den Sitzverteilungen. Aber das soll nicht unser Thema sein. So. Das ist eigentlich schon, die sagen dann natürlich, ja, das sind wir nicht regierungsfähig. Das, damit sagen sie eigentlich aus, denen geht es gar nicht um Wähler, denen geht es um sich selber, um ihre Macht. Darum geht es. Der Wählerwille wird ignoriert. Das interessiert den Wählerwille. Und dann kommt es im Fernsehen dann hier wie, ich muss mir den Ramsch ja auch öfters mal angucken, wenn ich mich hierher setze, hier Maischberger und Co. Das kannst du gar nicht ertragen. Ja, woher kommen denn hier, dass die Bürger wütend sind? Ja, weil sie betrogen werden. Man muss sich doch immer wieder auch im Klaren sein. Mit diesen zwei Parteien, Grüne und SPD, sind Splitterparteien eigentlich, die hier nur in dem Minimum, die haben aber die haben volle Handlungsspielraum. Da tun wir es, die ganze Sandra hat es gemerkt, sagt schon Fördermittel und. Und das geht auch bis weiter in den Bundesrat rein. So, und wir müssen es im Klaren sein. Selbst mit dem Söder, das Bayern ist weiter rechts als wir hier. Wir müssen diese CDU tanzen auf der Pfeife von der SPD und Grün. Das ist die Realität. Ne? Also, wie gesagt, das ist hier, weil immer kommt Wut und sonst was, da habe ich Wut. Wenn mit zwei solchen Truppen, die so nur ein Minimum im einstelligen Bereich letztlich in der Regierung sitzen und Ministerposten und Ämter bekleiden, dann ist es Betrug am Wähler. Und wenn da kommt, ja, wir sind hier rechts, hier gesichert rechtsextrem, ja, das wie das gelaufen ist, wissen wir ja. Ne? Also. Das ist nochmal, was man sich immer wieder auch, jetzt sage ich schon mal 2024, das ist also die Zweitstimme, ich habe also die sogenannte Parteienstimme genommen. So, jetzt ein bisschen anders aus, mal sehen, was da rauskommt. So, es sind sogar über 60%. So, und die zwei anderen, so, auch die sind wieder über 50%. Die absolute Mehrheit. Da müsste ich ja hergehen können. Und müsste sagen können, so, jetzt habe ich einen Katalog von 12 Punkten. Mal konkret. Da geht es ja schon los, die machen ja nichts Konkretes. Da kommt dann sogenannte Koalitionsvereinbarung, riesengroße, dicke Pamphlete werden da voll geschrieben, die keiner mehr durchsieht, anstatt mal sagen, so, die 10, 12 Punkte. Und jetzt suche ich mir dann die Partner raus, wenn ich denn das schon nicht so mache, mit denen ich diesen und jenen Punkt abarbeiten kann. So, und das muss ich ganz konkretisieren und in der Öffentlichkeit tragen. Also läuft es nicht. Wird da wieder irgendein Filz mit irgendwelchen Vereinbarungen und Koalitionen und ja, sind 62,5% der Stimmen. Und es wird ignoriert. Damit wird also. Ja, das Ende müssen wir, was hier rauskommt, werden wir sehen. Auf jeden Fall wird es wieder Betrug am Wähler sein. So, davon kann man ausgehen. Wie immer. Ja, schön gebettet bei der Wahlgefecht. Ja, ja. Die versuchen irgendwie auf die Bühne zu kommen, weil aber auch in der Öffentlichkeit, woher kommt der Hass, und die Hetze oder Hass oder Wut, die kommt genau von dort. Von dort kommt sie, weil der Wähler betrogen wird von diesem Parteiensystem. Wie gesagt, hat man öfters schon hier. Und wir wollen sie nochmal uns ins Bewusstsein bringen. Mal sehen, was ich dann hier. Mal sehen. Machtgier statt Wählerwille. Das ist eigentlich, worum es geht. Nur nicht anders. Geht um die Demokratie. Alles noch ein paar Mal. So. Wollen wir mal. Ich will nochmal das nochmal bringen. Ich habe es nochmal gebracht, was haben wir auch schon mehrfach. 11 Ministerien. Ich sehe mir zum Beispiel, das wird gleich aufgefallen, die rote Schnauerente war ja auch ein Chemnitz. Soziales und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das ist für mich doch selbstverständlich, da brauchst du kein Ministerium. Das ist eine Arbeitsgrundlage oder eine geistige Grundlage für jedes Ministerium. Das brauchst du noch ein Ministerium dazu. Und du kannst einen Herrn im Kultus, ja, Kultus für die Bildung, ich habe das keine Lehrer, das schon seit Jahren. So, was brauchst du denn da noch? Na? Und so geht das Kultus und Kultur, das heißt genauso, jetzt kann an die Gemeinden runterdelegiert werden.
wenn ich es denn will. Das wollen die ja nicht. So kann ich ja ein Rotschiff, will ich weitermachen. Wir haben das schon mal hier durchgehabt. Da sind wir bei 6 Ministerien rausgekommen. Ja, und das will ich mal, was dann, das ist eine Lochnummer, dieses Gebäude. Bis 2001 Stadtforum mit Verwaltungsneubau der Landeshauptstadt Dresden ziehen die beiden Geschäftsbereiche Stadtentwicklung, Bau und Umwelt- und Klimarecht und Ordnung mit ihren Ämtern sowie das Amt für Wirtschaftsförderung ein. Wo waren die bisher jetzt gewesen, die ganzen 30 Jahre? Hier sollen angeblich, hieß es, mal 100, 200 Leute, so habe ich jetzt gehört, sollen es 1000 sein, die dann einziehen. Wir haben wieder neue Busten geschaffen, wieder neue Stellen. Ne? Und dann wundert man sich dann nur noch den Großstädten, denn die Wahlergebnisse herkommen. Weil die jede Menge Bürokratie schaffen und damit Systemgünstlinge. Das ist ja ganz klar. Die brauchen die, die werden durch oder die Welt, damit alles so bleibt, wie es ist. Es gibt immer keinen Frosch, der seinen eigenen Sumpf drum legt. Aber die bringen keine Einpreise. Ne, die kommen auch gleich. So, da ist er gerade so vorbeigeschrammt. Leider. So, es sieht ein bisschen konkreter aus. Und da muss man allerdings MÖ leider sagen. Da will man mal kritische Worte verwenden. Die ihnen eigentlich so wieder oder mitgeholfen haben, war leider die Blaue Partei. Leider. Denn die anderen, die waren im Frühjahr noch völlig außen vor. Aber wenn man so agiert, ich weiß aber ein bisschen Insiderwissen oder mehr als nur das, und nur 26% in Chemnitz auf die Reihe bringen und dann montags so drinnen nur als Splittergruppe wahrgenommen werde, ansonsten nur von mehr oder weniger blutarmen Versammlungen lebe und dann, wo es eigentlich sein müsste, was selbst die anderen geworden, die sind in der Öffentlichkeit gegangen, auf dem Marktplatz, schließen sich draußen ein hier beim Blöring oder Buchmanns Ballhaus, wo dann die Parteimitglieder und sonstige dort erscheinen, anstatt raus in zumindest den Neukirchen. Von den anderen rede ich gar nicht. Nichts haben sie gemacht, gar nicht. Das ist leider auch ein Stück, man muss es langsam mal konkret ansprechen. In der Orban ist ein intelligenter, guter Mann, aber ist ja leider keine Führungsperson. Leider. Und das sind zu viele, die dort sitzen. Die, ja, da muss ich ein bisschen mal härter in den Diskurs gehen, denn es kommt von dort eben, wie gesagt, nicht. Wo ich ja ohnehin in der Öffentlichkeit ja nun mehr als ausgebremst werde, muss ich mir natürlich auch ein bisschen mehr überlegen. Und da habe ich jahrelang Zeit und nicht erst wieder für alle anderen kurz vor der Wahl ein paar Plakate erklären. Das reicht eben nicht. Leider. Das muss man auch kritisch anmerken. Gut, werden wir wieder sagen, was sollen wir sonst machen? Gut, im Moment sieht es so aus, als erstmal diejenigen zu sein oder die Rolle, die den ersten und den anderen erstmal die Plätze am Futternapf wegnehmen. Ja, ne? Also hat auch schon mal Max und Moritz gar nicht träge, deswegen heimlich mit der Säge. Ritzer Ratze von der Dicke in die Brücke eine Lücke. Also Rechte haben sie bis jetzt noch nicht ausgemacht. Mal sehen, was sie da noch ein. Ich will aber noch mal hier rangehen. Vielleicht mal um den Sachverhalt. Ich bin jetzt zwar kein Fachmann, aber ich sag mal, involvierter Laie, der mit der Branche mal einige Jahre zu tun gehabt hat. Der Beton, das ist eigentlich nur der Füllmasse. Was wirklich dort die Festigkeit bringt, das ist diese ganze Armierung, also diese Stahl, ja, können wir zum Teil Träger, aber auch Stäbe und dann miteinander verzurrt sind und verschweißt zum Teil, die nehmen die Kräfte auf. So, der Beton, wie gesagt, wenn der verfüllt wird, das ist ja eine, ich sag mal, eine schädende Masse, das ist nicht ganz einfach. Das ist abhängig Temperatur von der Geschwindigkeit, wie das abläuft. Und dort kann es auch sehr schnell passieren, dass Risse reinkommen. Also ich habe es selber erlebt, also ja, da haben sie neue Gebäude gebaut, da mussten sie schon anfangen mit der Betonsanierung. Dort war es andersrum, was auch sehr häufig passiert, dann gerade bei Kellern, Tiefgaragen, wenn da Risse sind und dann kommt Wasser rein und da geht es los. Da haben schon einige dort... Siehst du, was das Problem ist? So, und hier ist es ein bisschen andersrum. An Brücken ist ganz klar durch den Verkehr irgendwann kurz oder lang, ob durch Abgase, Öl, Benzin, irgendwo kommt dann in diese Ritzen oder vermischt sich mit Wasser, mit Regenwasser. Und wenn sich dort dann Risse bilden, dann dringt das in die Risse ein und bringt dann diese Stäbe oder diese den Bewährungsstahl zur Korrosion. Guck dir das an. Ja. Die haben auf die Brückenpfeiler und die Stöße nicht durchgelegt. Ja. Guck doch mal, siehst du doch. Ja. Bitte durch in den Eisen. Ja.
sehen, ne? Ich habe glatt abgescheut auf dem Fall. Ja. Das ist das nicht kälte Frau. Also, siehst du hier, und es war ja, habt ihr ja vorhin auch schon benannt, dass, dass es auch schon im Vorfeld benannt worden ist, oder es sickert nur langsam so durch, dass hätte schon, dass schon angemeldet wurde, dass Schäden da sind und eine dringende Überprüfung erforderlich ist oder Handlungsbedarf besteht. Das haben sie vor sich hergeschoben. Wie gesagt, für was alles Geld da ist. Ja, guckst du da an. Guckst du da an. Siehst du genau dann nach Bruchstelle. Ja, ja. Da weißt du genau, wer gepusht hat. Ja. Und zwar der Bauaufsicht, also Staatsbau, also eine staatliche Bauaufsicht gepusht. Ja. Deswegen wird die heute Abend wahrscheinlich auch gesprengt, das kann man auch weisen können. Ja. Ist egal. Der Antwort genauer, muss doch sagen, wie es ist. Ich glaube, 67 ist die gebaut worden. Aber du siehst, dass sie glatt abgescheut haben. Du siehst dort einmal rückgestellt, dass sie glatt. Das geht beim Brücken, heißt das bringt. Das kannst du gar nicht machen. Grüne Bauburger hat gesagt, mit der Brücke ist alles in Ordnung, wir brauchen uns nicht drum kümmern. Mhm. Ja. Ja. Ja, ich weiß schon, hab's auch gehört. Alles rein, wer hat gesagt, dann müssen wir rangehen. Ja, genau. Ja. Ja. Also, so viel vielleicht nochmal dazu, wir sehen, wie sich die Machtbürokratie hier durchschleimt und von einem auf dem anderen jetzt die Schuld zuweisen. Aber wissen wir alle, viel Bürokratie, da ist ja auch die Flucht sehr, sehr groß. Und die werden sie durch ausgiebig nutzen, denn hier, das wird schon ein bisschen Staub aufwirbeln. Aber wie gesagt, ein Vorgang, der leider symptomatisch für dieses Land ist, leider. Wo man sonst hätte man gesagt, ja, dritte Welt, gut, bei denen passiert das so. Inzwischen können wir sagen, willkommen in der dritten Welt. Ja. Das ist leider die Ernüchterung. Das hat man schon. So, ich will es auch nochmal hier nochmal sagen, weil der Sandro immer wieder das Basis, die Basisdemokratie anmahnt und noch bringt. Ich will es hier auch nochmal wieder bringen. Er selbst hat nämlich auch gar kein Jahr lang keinen Parteibeitrag mehr bezahlt, das ist ja aus dem Jahr 2001. Hat den Einfluss der Parteien in Deutschland kritisiert. Statt um die Lösung der Probleme zu ringen, instrumentalisieren sie diese für ihren Machtkampf. So, und mehr muss man nicht so sagen. Ne? Mehr muss man sagen. Es geht denn nur um Macht und Plätze am Futternapf. Um was anderes geht denn nicht. Also auch das ist, wie gesagt, aus meinem Leib. So. Damit so viel nochmal Nachgedanke. Wir werden uns wiedersehen. Bis auf den Teil, das war den inoffiziellen Teil, wo es auch noch Gedanken gibt, die jetzt jeder zum Besten geben kann. Und wir binden wieder zusammen. Und das ist dann im Oktober. Das ist der 10. Oktober, wieder 19 Uhr, hier an dieser Stelle. Das geplante, die Multiplikatoren. Das ist zumindest geplanter Titel. Und damit bedanke ich euch fürs Zuhören im offiziellen Teil. Danke.